Krise, dich meiner und meine. Es ist schlimm. So, also was wollte ich? Ich wollte Folgendes ankündigen. Nichts. Letzte Folge war ja, also kurz hier, Fiki Fiki und eine für alle und weiß schon und Gruppenstand und was halt so geht. Frittenfett! Und jetzt muss ich mich wieder beruhigen. Nein, danach kam noch Boris hier von wegen, macht mal etwas. Und heute wird geplant, um etwas zu machen. Insofern viel Spaß und bleibt geil. Habe ich vergessen, das Licht anzumachen, ist egal. Lasst uns doch erstmal eine Lockerungsübung machen. Dis, möchtest du die heutige Lockerungsübung leiten? Was, wieso denn? Du musst mehr auf den Knopf drücken, du bist zwischendurch abgehackt. Ja, ich kann nicht, das ist kacke hier. Benutzt die Nasen. Wir haben die Lockerungsübung noch nicht hinter uns, er kann das noch nicht. Richtig. Der Junge weiß Bescheid. Du meinst Mundlockerungsübung mit... Fisch als Fritze, wow. Fisch als Fritze. Heißt das nicht fickt frische Fische? Bei dir vielleicht. Okay. Sag mal, kommst du aus zu Brandenburger oder nee, MacPom? In MacPom ficken sie Fische, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher, wo, was jetzt genau. Nein, zum Ausgleich ist. Ist MacPom nicht an der Küste? MacPom ist schon an der Küste. Ich finde es auch toll, dass du ungefähr weißt, wo, Mensch, also da, also jetzt echt. Ich würfel nicht gut heute. So, genau. Ja. Will jetzt überhaupt noch irgendjemand, wo wir waren? Ich weiß es ja, nicht. Wir saßen noch immer im Papagei. Ja. Mit oder ohne Boris, da weiß ich nicht, ob der da immer noch sitzt. Ich glaube, der ist auf jeden Fall schon gegangen. Stimmt, der ist schon gegangen, aber wir sind alle noch verkatert. Was? Habt ihr euch den Tausender schon aufgeschrieben? Also gesamt, insgesamt. Als Flumi TA. Hat auch die Gruppenkasse. Ach, Flumi. Achso, ja, die hat sie aber noch nicht aufgeschrieben, aber sie erstellt jetzt eine neue. Und kann mir nochmal jemand sagen, ob das 3 oder 2000 waren? Oh, das waren 3000. Immer 3000. Ja. Japan und Billy sterben? Nee, wir sagen einfach mal, es waren 2500, bis ich das nochmal nachgehört habe. Lieber User, easy. Du kannst uns gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was. Es gibt keine User. Ach genau, stimmt, es war der letzte. Es wenn war du jetzt auch noch März. So anfängst, ne? Wer jetzt? Es ist Deli. Spielleiter am Limit. Ja, was? Ja, ich so. Spielleiter am Limit, das ist richtig. Ich hatte nur gerade gefragt, welches Datum war und erinnerte mich, dass der 6. März war. Menschenskinder. Ja, siehste. So, Gruppenkasse. Stimmt, ich hatte 1000. Auch die ganze Zeit gesagt. März! März, genau. Ich habe schon 5256 Worte geschrieben in mein Sibylle-Chart-Dokument. Hä? Total toll. Was ist denn dein Sibylle-Char-Dokument? Ich sag jetzt gar nicht. Das ist sein Charakterblatt, wo er drunter die ganzen Sachen aufschreibt, die er zum Beispiel auch mit mir im Teamspeak chattet, was mich immer total verwirrt, was ich da für eine Scheiße schon geschrieben habe, wenn ich mir sicher. Ich mach das gar nicht mehr. Nee, ich wollte doch nur wissen, was das ist. Musstest doch jetzt nicht irgendwie doof sein. Nee, ich war nur eingeschüchtert, weil der Trolli meinen Hassapplaus gespielt hat. Weil das Schlimme ist, ich höre das gar nicht mehr selber. Das ist total. Ist aber auf der Aufnahme bei dir drauf. Ja, bestimmt. Egal. So, wir müssen Misskredit über den Dings bringen, das Acid. Tod und Verderb. So Drogen am Steuer zum Beispiel wäre zum Beispiel eine schlechte Idee. Das könnte man machen. Nee, ich glaube, da geht jemand raus und fährt auch immer gegen eine Kindergruppe oder so. Ja, auf die Drogen, da passen die schon auf. Aber warte mal, was können wir da? Also, Hallo, Alkohol von. Hi. Groß übrigens. ja, Jojo ist aber alkoholfrei unterwegs. Ich als Spieler jetzt gerade nicht. Achso, ich als Spieler schon. Sag mal, Daddy, wir müssen jetzt echt langsam mal eine Intervention machen, dass du jeden Spieleabend Alkohol trinkst. Das ist nicht. Moment mal, letzten Abend habe ich nicht getrunken, da war ich der Einzige, der nüchtern war. Stimmt. Also, wir waren alle nüchtern, du hast es bloß falsch in Erinnerung. Ach so, wie auf Wilbris hast du.
Die waren alle nüchtern, ruhig und total beherrscht. Easy. Total. Nee, Misskredit, Ja, schlechte Publicity über irgendwen, der da arbeitet, ist schon gut, irgendwie. Ich meine, die reagieren doch alle auf, keine Ahnung, Spenden an die falschen Leute, Kinderficker, Frauenficker, wenn sie es nicht wollen, Tierficker und irgendwie, warum sind die Leute eigentlich immer noch so auf zum Beispiel, Sex aus? Wenn man das so machen könnte, dass einer der Angestellten eine Frau auf Drogen vergewaltigt hätte, wäre das zum Beispiel übel. Genau. Ja, aber dann nicht im Asset, sondern draußen. Ja, klar. Das ist dann so, ne? Hat sie dann abgefüllt, hat sie dann draußen gebracht und zack, hinterm Hof. Niki, niki. Kaban vergewaltigt Jojo. What? Das könnte ihm aber so passen. Sehr geil. Das war so klar. Also was fälschen könnte man schon irgendwie in die Zeitung setzen. Bei... Ja, was fälschen, das muss ja hieb- und stichfest sein. Also sprich, man muss das so ein bisschen initiieren. Ja, klar, weil auch du die meinst, du willst jetzt gerade du, der mich irgendwie moralisch stellenweise verurteilt, will jetzt jemanden dazu bringen, dass er eine Frau auf Drogen Nein. setzt und die dann durchfickt? Nein, ich wollte nur, dass die beiden richtig ficken miteinander, das ist ja egal. Und dann kann sie dann ja sagen, so ja, für einen Tausender, der hat mich vergewaltigt, war voll gemein und so, weißt du? Voll der Snowden-Fall hier. Ja. Die sie auch kann das so ja freiwillig Sache, machen. Damit kriegt man die Leute auch. Also ich bitte darum, dass sie das freiwillig macht. Weil niemand möchte, dass Frauen vergewaltigt werden. Mit was kriegt man was, hast du gesagt? Ich sagte Hygiene, damit kriegt man die Leute auch immer. Das geht auch. Ja, aber ganz ehrlich, wer sich Drogen reinzieht, dem ist es eigentlich egal, wie es im Club auf der Toilette aussieht. Ja, nicht wie es irgendwo auf der Toilette aussieht, darum geht's nicht. Hier, ihre Drogenküche ist aber sehr unrein. Ja, da liegt ja ganz viel Methamphetamin rum. Na, das ja. Ding ist, wir brauchen auch nicht ein großes Ding. Es reicht ja auch, wenn wir mehrere kleine haben. Weißt du? Also auch mehrere kleine Sachen. Und es hieß ja nie, das Ding soll geschlossen werden, sondern es hieß nur scheiß Publicity. Das reicht ja dann. Da reichen auch ein paar kleinere Sachen, die akkumulieren sich dann einfach, wenn die nicht zu viel Zeit auseinanderlassen. Evo wird das alles dementieren, aber raus ist die Publicity trotzdem. Natürlich dementiert Evo. Und der wird irgendeinen Mitarbeiter auch feuern wahrscheinlich, aber... Weißt du? Wir legen uns da aber doch ein bisschen zu häufig mit Evo an, habe ich so irgendwie in der Blase heute Morgen gehabt. Du wolltest doch Evo einen reindrücken. Ja, was ich denn ganz geile Worte. Laber, ey. Jetzt nimmst du mich zum Schluss noch ernst, oder was? Ja, zwischendurch schon. Ich dachte, ich soll das manchmal. Nee, ich hab, Achtung. Als ich vorhin auf der Toilette war, ist mir aufgefallen, dass es voll die gute Idee ist, wenn ich die Abwasserleitung mit der Frischwasserleitung verbinde und dann Abwasser ins Frischwasser kommt, dann werden alle Leute krank. Das ist aber schon ein bisschen eklig jetzt, ne? Ja, es ging ja auch nie darum, dass es nicht eklig sein soll. Ich aber es ist voll klug, dann werden die erstmal alle krank. Klug. Aber sowas können wir dann zum Schluss machen. Also, dass irgendein so Mitarbeiter da erstmal völlig einen Druff kriegt und das medienwirksam wird, das reicht ja erstmal schon mal. Wir können also, auch nicht alle Drogen einmischen. Ich glaube wirklich, dass die auf die Drogen echt aufpassen. Also ja, an die Drogen kommen nicht ran, aber an die Mitarbeiter kommen wir wo ran, denke ich. Eben, und ich kann sowieso nicht mehr in den Laden. Ja. Du hattest da Hausverbot. Ja, ich habe da Hausverbot. Also wenn wir den Leuten irgendwas annehmen können, von wegen, dass sie entweder so unsauber arbeiten oder sich unlauter behalten. Dass sie den Kindern Drogen geben zum Beispiel. Na Moment, wäre es nicht voll die Idee? Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir das später rausschneiden müssen, weil es so hart wird, aber wäre es nicht voll die Idee? Nee, das jetzt nicht, aber ich weiß ja nicht, wie empfindlich die Leute da draußen immer sind. Irrelevant, wir sind es nicht. Los. Naja, also ich sag mal, wenn wir da einem Mitarbeiter irgendwie entsprechend Videomaterial und so ein Shit unterschieben, das ist doch schon mal, also bei dem in der Wohnung und dann müssen wir nur irgendwo mal einen Tipp abgeben und selbst das geht ja meistens relativ easy. Also Snuff-Pornos? Ja, Snuff-Kinderpornos, alles mögliche halt. Spielleiter werden betreibt halt in wollen. Den Laden. Ich muss halt mal... nur dann machen wir es natürlich sein. Aber auch Snuff-BTLs und Kinderporno-BTLs, bitte. Nein, die BTS ranzukommen wird echt schwierig. Den Laden betreibt. Ja.
Wow. Es ist offenbar Eugene Sokolov. Warum ist das wow? Weil Eugene in meinem russischen Namensgenerator irgendwie komisch klang, aber ist okay. Eugen. Eugene. Deswegen Eugene. Hm. Männlich wohl gemeint. Was weiß man so über, was kann man mit denen rauskriechen? Ja, während, ne? Also Eugene, der Typ, der ist 27. Der Eugen. Ja, männlich, selbstverständlich, wie sich das gehört, wenn man irgendetwas leitet, und das sage ich nicht nur, um Zeit rauszuschinden, er ist selbstverständlich eine Elf. Evo geboren, also als Sinn-Mensch dort schon, Eltern waren da auch schon, Großeltern auch schon und so weiter. Hat BWL studiert und man hat ihn da als... Er hat diese Idee überhaupt erst eingebracht mit dem Acid, das heißt mit einem sauberen und sicheren Drogenkonsum. Und nachdem man sich 2 Jahre immer wieder seine Idee anhören durfte, hat man das tatsächlich ausprobiert und das funktionierte erst anscheinend ganz gut. Und er scheint dort nicht nur bei seinen Mitarbeitern beliebt zu sein, sondern da immer das richtige Händchen zu haben, was... Also er findet die Sachen, die eigentlich in den Evo-Labors rauskommen, wo man sagt, das kann man nicht gebrauchen, und bietet sie schön an, um dort konsumiert zu werden und sowas. Also er hat da einfach ein gutes Händchen. Ein kleines Schande. Das heißt, er ist den ganzen Tag voll drauf, weil er die Drogen testet. Na, normalerweise Drogenköche konsumieren ihren eigenen Scheiß, nicht die erfolgreichen. Beziehungsweise, na, das ist ja auch kein, nicht, das kannst du dir nicht vorstellen wie ein Drogenkoch. Das kommt aus irgendwelchen High-End-Laboren und die wissen genau, welche Wirkung das hat. Können das ja auch an den Nebengruppen zum Teil schon ungefähr ablesen. Ich meine, du machst ja nicht direkt irgendwas krass Neues da, sondern du haust irgendeine Nebengruppe dran und fertig. Und der wird da schon Leute haben, die das für ihn testen. Also der, von dem weiß man nicht, ob er sich mal was gönnt, aber vielleicht ja schon. Achso, er ist seit 3 Jahren in einer Beziehung mit Mikhail Lemokov. Mik, ist der gay? Ja. Okay. Gay. Wir können den Beziehungsstress an die Backen labern. Nö, nicht, aber wir können irgendwen finden, der seine Schweinereien. Also wir haben damit jemanden, der seine Schweinereien finden kann. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du willst Billy für diesen Job verhuren? Klar. Du meinst, weil das du jetzt sowieso ran musstest? Okay. Richtig, weil ich jetzt ran musste, muss Billy auch ran. Aber na Billy, finde, was meinst Moment, du, wenn Moment, er dir warum gefällt? Warum wenn er mir gefällt? Billy rangenommen? Das ich guck mir mal Kaban, ein Bild an. Kaban meinst du, ne? Kaban, du meinst doch Kaban, nicht Billy. Kommt drauf Billy an, worauf der Typ steht. Team. Das haben wir doch festgestellt, dass er... Wieso nimmst du Kaban? Achso, ja, du willst ja nur Weiber haben. Es ist eine Elf, das ist fast eine Frau. Billy hat schon eure Runner-Beziehung zu Billy, zu Vicky gefestigt. Jetzt muss Kaban ran. Bild, ich hab die, ja, das ach, ist das war Elf, das Positiv. Der ist schon echt schnieke. Und sieht ja auch aus. Der hat so eine übelst geile Manga-Frisur. Moment, ekelhaft. Bill, ist der so voll schwul oder nur so, wie soll ich denn das aussehen? Ist das eine Tucke oder ist das ein Kerl? Ich würde ihn irgendwo zwischen Metro und Hipster einordnen. Ach, der nimmt auch mal eine Tranny. Weiß man nicht. Ach so, meinst du seinen Freund oder ihn? Was? Hä? Also, wie sieht denn der Typ, den hast, der Betreiber, den hast du gerade beschrieben, wie sieht denn der Typ von dem aus? Ich weiß nicht, den richtigen Begriff dafür würdest du mir nennen können, aber so ein Teddybären, so ein Typ im Holzfällerhemd, weißt du schon, also Brustbehaarung, Bart. Den Jan Zareal. Okay, Kaban, tut mir leid, Billy. Kaban, take one for the team. Ich habe jetzt nichts gesagt, Kaban. Also recht, jetzt guck mich bloß nicht so an. Los, entspann dich, du wirst es doch auch, Daddy. Wir können auch zusammen Schließmuskelübungen machen. Kaban und Billy machen Schließmuskelübungen zusammen. Mit mir willst du keine Lockerungsübung machen, aber das ist wieder okay, ja. Es ist ja Billy, nicht ich. Na gut. Ich weiß gar immer noch nicht, was du mit Lockerungsübungen meintest. Ich habe das ja gar nicht böse gemeint. Ich weiß es auch nicht. Dann mecker nicht rum mit mir. Ich krieg wieder gleich eins auf die Fresse von dir wahrscheinlich. Einfach nur warum? Weil er es kann.
Nee, weil ich es nicht kann. Ja, doch, in-game schon. Ach so, das meinst du, ja. Ja. Nee, aber jetzt gab er lässt gleich one. Einfach wieder einen Gänger auftauchen, weil er weiß, dass du außer Form bist. Ich bin außer Form? Du bist den Umgang mit den Gängern nicht mehr gewöhnt. Ich hasse Gänger. Hm? Ich weiß. Ich schick Jona Kao, der ist ja jetzt gerade in Russland. Nee, das außer Jojo, über du 10 liebst Jojo. Ja, das ist was anderes. Du bist halt meine Gangbangerin. Das auch. Ja. Was? Irgendjemand sagt noch was von Sauerkirschen, glaube ich eben. Was war das Letzte? Und das Letzte war, dass Kaba meinte, ja, nur zu gern. Wie mache ich mich am besten an diesen wunderhübschen Elfen ran? Erzählt es mir. Kaba so sagte, ohne, sie ist ja schön. Nein, ich fragte, ob ihr den Film Lucky Number 7 kennt. Da passiert sowas nämlich auch. Flumi freut sich. Ja. Du wirst das nie mehr sagen können, ohne dass ich lachen muss. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin ja schon froh, dass man diesmal nicht, wenn Flumi was sagt, übelst laut die Pornos im Hintergrund hört. Wie sonst immer? Ja, du weißt, du kannst... Nee, lassen wir das. Was, wenn ich die geschickt kriege, muss ich auch mal eben kurz reingucken, was ich da geschickt kriege. Ja, ganz kurz. egal. Komm, das war schon übelst witzig. Vielleicht gefällt's ja und dann kommt's auf die Playlist fürs nächste Mal. Was soll denn der Kack? Die war nicht wirklich gut, die du mir da geschickt hast. Ich weiß, aber ich war auch voll wie die Sau. Also jetzt hör mal auf hier. Was zum Teufel habe ich da schon wieder verpasst? White Russian hält, was es verspricht. Ich habe einfach nur random angeklickt irgendwann. Das hat man gemerkt. So, dicht und deep. Untenrum. Kaban. Ja. Du wolltest doch gerade sagen, dass du das auch für eine hervorragende Idee hältst, oder? Hervorragend nicht unbedingt, aber solange ich nicht mit dem schlafen muss, alles gut. Na klar. Also, inklusive Video. Nein. Warum? Du kennst das doch jetzt schon. Was kenn ich? Kennt er? Na, so. Ich kann mich da an das Moskauer Einhorn-Camp erinnern. Das Einhorn-Wintercamp. The Candyman Can! Da kannst du dich an mehr erinnern als ich. Naja, ich kann mich auch nur an deine Reaktion auf das Video erinnern, dass du irgendwie niemals bekommen habe und ich euch niemals gezeigt habe. Ja. Dann weiß ich auch gar nicht, von was wir reden, ne? Richtig. Hör dir den Spielleiter an, wie er dreckig lacht, ey. Er hat gefragt, es war seine Schuld, das kannst du immer behaupten. Das ist richtig. Also Evo bezieht Drogen aus einem Labor und den Typen trifft man dann ab und zu mal auch in seinem Laden an. Mit seinen Angestellten hat er irgendwelche Teambuilding-Meetings oder lass uns doch mal die Sache vorantreiben. Kommt mal an den Typen ran. Okay. Und zwar ist der im Club, ja, schon. Den trifft man da schon mal an, aber nicht unbedingt regelmäßig. Die haben da jetzt auch nicht irgendwelche krassen Veranstaltungen oder so, weil es geht schon hauptsächlich um Only Rit, ne? Konsum. Genau. Nichts zu tun, mich Konsum. Genau. Und ansonsten so Teambuilding, da bräuchte ich jetzt aber schon mal ein Datensüchchen. Naja, okay, warte. Ah, da muss ich mich jetzt wieder hier an meinen Laptop setzen. Nee, du hast immer noch nicht gelernt. Nach 1,5 Jahren kann das immer noch nicht. Ich hab's jetzt extra ein bisschen übertrieben, ja. Komp und Int kriegst du, hast du gesagt, VR gegangen, 10 plus, weil Technomancer 12? Nee, das ist nur für Analyse. Das hast du auch noch nicht gelernt nach 1,5 Jahren, ha? Du hast das immer eine andere Ausrede. Wenn ich's nicht sag, sagst du, oh, da kriegst du plus 2. Und dann sagst du wieder, nee. Nee. Hässliches Schwein. Nur ein Erfolg gebe ich dir. Da ist kein Team. Nie. Da war nie eins, da wird nie eins sein.
Ja, die hatten halt erst vor 4 Wochen hatten die eins, deswegen ist es fraglich, wie oft man sowas macht. Einmal Bei mehr. Horizon täglich. Wahrscheinlich alle Bei 4 Wochen. Das ist Horizon aber auf jeden nicht Fall Horizon. täglich. Das Bei ist nicht Evo Horizon. öfter als bei anderen Konzernen, aber auch nicht so häufig. Gerade wenn da niemand Neues dazugekommen ist und so, weißt du, das kostet ja auch Geld. Das, nee, vermutlich. Und ansonsten, es ging ja letztlich darum, ob du an ihn rankommst, ne? Ja. Wohnung hast du nicht gefunden. Teambuilding habe ich eigentlich nur gesagt, wenn das Aber anders ich dachte, das sogar ist das wurde so mal. dein Ja, es ist Grundsatz. kumulativ. Ist Oder? kumulativ. Ja, nee, mach weiter. Das passt Nein. schon. Er ist Was? unregelmäßig in seinem Club zu finden, aber was Spezielles anderes, nö. Und sein Lebensabschnittsgefährte? Wie Ja. lange sind die schon zusammen, Der eventuell? ist, ja, 3 Jahre habe ich ja gesagt. So, sorry. Der war lange im Ruderverein, allerdings war das halt nicht in Moskau. Und ist. Das war eine Fernbeziehung, ganz selbstverständlich. Und er ist halt jetzt erst seit einem halben Jahr hier. Deswegen ist es noch nicht ganz klar, ob er sich da jetzt wieder engagieren wird oder so. Das Rudern in Moskau ist ja jetzt auch nicht so. Ne, das shit. Hätte ja lieber Eiskunst aufmachen sollen. Ja, so in seinem Flanellhemdchen, wunderbar. Ja. Das tönt mich jetzt schon wieder ziemlich gerade an. Das glaube ich dir sofort. Kaban, Jupp. wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal Fresse halten. Ach ja. Schön. Ja, entweder kommen wir an den Typen ran, das können wir aber durchaus mal versuchen. Wo sitzt der denn quasi? Ja, so Anlass richtig an mal. den rankommen ist sinnbefreit. Also wir müssen ihn jetzt nicht dazu bringen, einfach nur seine Beziehung zu torpedieren. Das schadet dem Laden nicht. Das Sinnvollste wäre wirklich dann, also wenn wir dem Typen, dem Besitzer selber was anhängen wollen, dann müssen wir halt mal gucken, wie leicht wir an den rankommen oder wie leicht wir an irgendwelche Mitarbeiter rankommen. Der Besitzer ist natürlich, oder der Führer, haha, unser Führer Der ist Führer. natürlich medienträchtiger. Aber wenn wir dem halt irgendwelche Videos oder irgendwas unterschieben wollen, bietet der sich natürlich an, weil sein Lebensabschnittsgefährte die finden kann, was natürlich dann noch viel sinnvoller ist. Es sei denn, der teilt aus unerklärlichen Gründen seine Vorlieben und freut sich dann darüber irgendwie plötzlich. Das wäre scheiße, aber Oh sonst. mein Gott, du auch, Schatz. Hätten wir das nur eher gewusst. Dann ist es der Lebensabschlussgefährte zum Ende dann bei so Sachen. Mäh, mäh, Na, mäh. aber wie gesagt, ich Ja. denke halt, dafür ist der sinnvoll. Aber wir müssen jetzt den nicht dazu bringen, irgendwie mit irgendwem von euch, keine Ahnung, was anzufangen oder so, weil Danke. da haben wir nichts von. Irgendwie, wir müssen ja nicht den Typen klein kriegen, sondern den Laden. Ja, aber was ist denn bei so einem Laden das Schlimmste, was da passieren kann? Bei, Wenn sag ich mal so. die Leute sich da nicht mehr sicher fühlen, zum Beispiel, oder halt sich betrogen fühlen, beziehungsweise dass sich, ja, wenn denen schlecht wird, wenn die denken, nur allein daran denken, dahin zu gehen, weil das halt so unhygienisch ist. Also ich jetzt als Spieler, ich hatte ja mal meine Drangzeiten. Das ist lange her. Da bin ich aber clubben gegangen, in Techno-Clubs. Und da wurden Razzien durchgeführt aus gewissen Gründen. Und wenn Weil die ein Musik Club. so gut war. Da Ja, warst du immer klar. dabei, sagst du. Immer dabei. Weil das darum geht's gar nicht. Und wenn da so eine Ja, Razzia Evo abgelaufen ist aber extraterritorial. Das ist Evo. Da hat die Moskauer ist Polizei nichts zu melden. der Schuppen extraterritorial? Ja. Shit. Das ist ja Das eben das, ist was sie auch Evo. sagen. Das hier ist, ihr kriegt nicht so einen Scheiß wie auf der Straße. Hier passiert euch nichts. Wir passen auf euch auf. Es ist reiner Scheiß. Es ist guter Scheiß. Ihr könnt euch genau sagen, was passiert. Wenn irgendwas ist, weil ihr nicht zurechtkommt, dann haben wir geschultes Personal. Wir bringen euch nach Hause. Und wir können euch den Stuff anbieten, der noch nicht von euren Konzernen verboten ist. Das heißt, am nächsten Tag auf der Arbeit habt ihr weniger Repressalien zu befürchten. Also mit Razzien ist nichts, sagst du. Sie könnten theoretisch, wenn die Polizei glaubt, jojo, mach mal Gesetzeskenntnis. Ich glaube, sie weiß ihre Gesetzeskenntnis nicht auswendig. Doch, Ah, steht auf ich muss nur Plan. erstmal Zwei. das richtige Fenster finden. Zwei. Okay. Wenn die glauben, dass die aus diesen Autos, die ja so einen Mittelstatus haben, heraus größere Mengen Drogen verkaufen, können sie die Autos razzieren, die da rumfahren. Also die Lieferwagen und die Taxis, die sie da haben, die Clubtaxis. In Da das würde Ding ich selbst können sie nicht wirklich. Nicht rangehen. Das ist viel zu gefährlich und viel zu
Gar muss ich ganz ehrlich sagen, dafür lohnt sich die Bezahlung einfach nicht. Also da so ein Risiko einzugehen. Ich finde es Ich möchte tatsächlich. noch hinzufügen, du hast mich unterbrochen. Tut mir leid, aber. Ach so, ich dachte, die du wärst fertig, Polizei, Entschuldigung. es gibt einen einzigen Sonderfall, wo die Polizei eine Razzia drin machen kann. Und zwar, das wäre aber nicht direkt die Polizei. Wenn sie glaubt, dass aus diesem Gebäude heraus eine Terrororganisation einen Anschlag auf Moskau oder Russland plant, dann dürfen sie. Na, habt ihr Bock? Na klar! Super! Wir haben eine Technomancerin dabei, wir lassen hier, wie heißt es, Winternight wieder aufstellen. Was? Never Winternight? Nein, Winternight, die 64er Crash. Hm. Egal. Flummi kennt sich aus in der Serie. Nee, also. Also über sowas würde ich da echt nicht rangehen. Also es ist, wir müssen halt auch noch überlegen, lohnt sich das für das, was wir halt einfach dafür am Ende zu erwarten haben. Irgendwie. Also, und was ist eigentlich, ich meine, es ist nicht Ziel, den Laden, ich meine, klar, eine Razzia wäre natürlich cool, aber das da aufzuziehen, da hinterlassen wir Spuren, das ist übelst gefährlich, das ist übelst aufwendig, das lohnt sich nicht. Komme ich an die Brandschutzpläne dran? Nein, nicht mit dem Erfolg, den du bisher hattest, da musst du vermutlich dich irgendwie reinhackern oder so. Hacker, die Hacker in die Stadt Bauplanamt oder sowas. Vermutlich in den Club, das ist vermutlich das Einfachste. In den Club gibt's da, die haben Brandschutzbestimmungen im Club gespeichert? Natürlich, weil du hast doch, müssen ja die Mitarbeiter theoretisch aufgeklärt werden, dann musst du ja auch die Brandschutzwege ausgetankt haben, das heißt, das gibt's da alles auch. Und die Stadt, Evo kann Brandschutzbestimmungen machen, wie sie wollen. Die müssen auch theoretisch gar keine haben, deswegen ist es am sinnvollsten. Du könntest theoretisch auch einfach da reingehen und dir per RAR die Rettungspläne anzeigen lassen. Ja, aber er will ja bestimmt auch, wie die Mitarbeiter sich verhalten und sowas, oder? Brandschutzpläne bedeuten jetzt eigentlich, also erstmal Bauplan bezüglich Herwerks, also sprich hier HVAC. Ja. Das wäre mal vielleicht eine Sache, dass man einen Plan von dem Gebäude hat. Und wenn da drinnen Feuer ausbricht, dann bricht da drinnen Feuer aus und das ist dann auch scheiße für den Club. Ne? Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Mal kurz meinst du? Ach, da gibt's Millionen von Gründen, warum da ein Feuer ausbrechen kann. Das könnte man sich ja mal eventuell angucken. Wenn man dann also, halt begünstigt, dann ist ja toll. Kann man angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann da nicht mehr rein, aber... Moment, du konntest mit dem einen Gesicht nicht rein, was Billy dir damals gemacht hatte. Ich habe gesagt, du sollst aufpassen. Ja, aber ich sag mal, wenn ich es vermeiden kann, muss ich mich auch nicht mehr unbedingt mit Evo anlegen. Ich weiß nicht genau, wie aber die anderen sollen. Mach dir ruhig, was ja, die stehen dann nicht auf dem Index. Wir stehen eh schon auf dem Index. Da kommt jetzt ein 8,10 für einen Sprite-Compile-Chef. Warte mal kurz. Bist du bereit? Ich bin jetzt bereit. Oder musst du erst noch fertig flüstern? Ich habe hier keine Flüstertasten. Zika! Du anscheinend schon. hast du mir jetzt mal. Was ist denn jetzt mit der 8,10? Soll ich dir die jetzt geben, ja? Ja, gib die mir doch mal. Da habe ich 5 Erfolge auf den Sprite-Compile und 4 Erfolge auf den Schwund. Und das war ein 5er, ne? Ne, ein 4er Sprite. Das ist mein Infiltrator, Mann. Ich hole mir meinen Infiltrator. Easy. Ich glaube, der hat 4 Erfolge, ne? Ich habe einen Erfolg. Ja, ich meine dann 4 netto. 4 Dienste. Achso, ja. 4 netto, 4 Dienste. Hasse mich, ne? Wusste ich. Ja, dankeschön. Ich finde es toll, wie wir uns heute absolut auf einem Level verstehen, das seinesgleichen sucht. Hä? Ja. Ich buttplug mir seinen Stecker rein und schiebe ihn auf den... Ich sage ihm, er möchte sich auf dem Host einschleichen, bitte. Mann. Brauchst jetzt nicht ruhig sein deswegen. Doch, ich muss ja würfeln. Du musst ruhig sein beim Würfeln? Ja, wie soll ich denn tippen und Klammer Alt auf. Drücken? Sag mal, bist du behindert oder was? Also ich kann tippen und Alt drücken, das ist gar kein Problem, aber egal. Ich bin behindert. Und mein Mikro ist vor der Tastatur. Unabhängig davon. Was passiert? Er ist drauf. Schön. Dann, Zack ist er auf Drogen, super. Bitte was? Zack ist er auch auf Drogen, hat er gesagt. Ach so. Nee, ja. ist nicht der Fall. Ja, der soll mir mal alles ziehen, was da Sache ist. Mit den Erfolgen, glaube ich, könnte das so einiges sein.
zum Beispiel, wie da geliefert wird, dann die, wie gesagt, also sprich Lüftungswege, dann die Brandschutzpläne, weil es gibt ja Brandschutztüren und vielleicht auch Elektropläne für Jojo, für Kaban vielleicht Schnitzel oder so irgendwas, wie die Schnitzel geliefert werden. Ich weiß ja nicht. Ja, nee, es ist in Ordnung, warte. 5-3? Oh, das ist gut für mich, wenn du 5-3 würfelst. Ja. Das heißt, er hat 5 Erfolge gegen 3 Erfolge. Das heißt, 2 Nettoerfolge. Und zuvor hast du gewürfelt 3 und 2. Was heißt denn 8 und 7? 3 Erfolge und 2 Erfolge? Ja, ist okay. Nee, ich trau dir doch. Ach, ich trau dir doch. Ich tu's doch wirklich. Nee, ist auch alles in Ordnung. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, stimmt ja. Ja. Wo ist denn das Kackbild jetzt? Döss, wo hast du das hingespeichert? Welches denn? Das. Mit dir rede ich doch gar nicht, Döss. Ah, da rein, ist ja verrückt. Warte, dauert hier ganz kurz. So. Also das ist das Erdgeschoss, aber die beiden, nein, der andere Stock sieht dann genauso aus. Sekretariat. Ey. Steht da, ist falsch. Das ist auch nur eher so, das ist ein Flur. Was heißt Flur jetzt für dich? Da ist eine Bar, da ist eine Tanzfläche oder ist halt Flur. Also. Ja. Pro-Shop ist kein Darkroom. Das ist eher so eine Art Krankenstation. Krankenstation? Falls es wirklich mal jemanden zu hart rausreißt, da kann man den da hinlegen, da ist es schön ruhig, redet dann jemand mit dem, gibt denen schon mal was, dass das die Wirkung ein bisschen nachlässt und so, weißt du? So in der Richtung. Und da sind natürlich eindeutig zu viele Tische drin, aber das ist mir egal. Ich hab die doch schon erased. Dankeschön. Bitteschön. Ich kann die auch alle erasen. Das ist, ja, das, also wenn du das so hast auf dem Haufen. Bitteschön. Dankeschön. So, Fluchttüren. So schön. Fluchttüren, mach mal rot. Ach, das ist rot. Die Terrasse, da ist bloß der obere Teil bis zu der gestrichelten roten Linie ist tatsächlich eine Terrasse. Der Rest ist eher so eine Art Feuertreppe größer angelegt, dass man da noch runter kann. Ne? Was sind denn diese Teile in den gekringelsten? Das wollte ich auch gerade fragen. Das sind Sachen, die in dem Plan drin waren, die ich nicht wollte. Die sind irrelevant, quasi. Schön machst du das, Düse. Danke, Düste. Ich tue mein Bestes. Alles, damit wir deep und dicht sind. Du hast einen vergessen. Nein. Der oben ist doch scheißegal. Nein, der oben, der soll so sein. Das ist nämlich der Taxihalter-Dings da, ne? Das wusste ich schon. Siehste? Guck mal, wie ich das wieder wusste, ey. Ihr haltet doch zusammen. Du hast ja schon angemerkt, wie gut wir uns heute verstehen. In der Küche machen die Meth? In der Küche machen die Getränke. Es gibt ja nicht wirklich Essen, aber unterlagern vermutlich auch die ganzen Drogen. Was ist zwischen Küche und Hospital? Da ist hier Garderobe. Ah, und daneben? Klo. Weil ich sehe kein Klo. Seht ihr ein Klo? Wo gehen die pissen? Nee, irgendwo Klo gibt's da nicht. Klo gibt es auch. Achtung. Das Klo. Also das, dass du das nicht gesehen hast, das ist unglaublich. Also, warte. Ist das, das Gelbe? Ja, nee, das geht nicht, weil da gerade eine Feuertür ist. Warte, dann Ich wollte das Klo irgendwie hier so hinhaben. Dann soll ich das vielleicht... Ah ja, okay, gut. Dann schreib da auch Klo jetzt rein. Mach ich. Geht's hier quasi in den oberen Stockwerk? Ja, die rechte warst, Treppe, ne? Die rechte Treppe ist es. Okay. Flummi ist voll raus, die hat sich wieder aus dem Leben geschossen. Wir da gerne auch einen Plan. Was? Nein, die ist völlig da. Bitte, Daddy? Hätten wir auch gerne einen Plan vom zweiten Stock. Der ist genauso wie der erste, bloß dass es da keinen Eingang gibt. Oh. Und kein Hospital. Und das Hospital dort ein Dancefloor ist. Wo ist denn die Chill-Out-Zone? Quatsch, genau. Im zweiten ist er eher so für... Ne? Wie heißt das? Halluzinogene, das heißt, da hast du dort, wo das Hospital ist, hast du einzelne Räume halt für Leute, die das erstmal ruhig erleben wollen. Solitär quasi. Verstehst du?
So, das Paris, nennst du. Jetzt Sumi muss nur ein bisschen aufpassen, weil ihr kleines Netbook gerade ein bisschen überfordert ist mit dem ganzen Kram hier. Von Teamspeak? Und ODT? Und Pornos, die ich hier schicke. Ah, ja. Teamspeak, ODT, dann Internet und bla, das geht alles gerade ein bisschen langsam. Verrückt. Chef, kann ich denn noch durch meinen, ich habe ja noch hier auf Bars und Clubs, ne? Habe ich ja meinen schönen Wissensskill. Gibt es denn irgendwelche Rumors, die man eventuell antatschen könnte, um quasi auf diesen Club noch hat's weiter recht in die... Bitte? Ich sagte, ich lobe dich nur und sage, das ist klug. Dankeschön. Ich habe bitte einen Wurf. Hausrecht gesagt. Ich mache mal einen Wurf auf. Moment. Bars und Clubs war 4 und Intis 4 sind 8. Ja, das geht aber auf Stärke. Das dachte ich mir jetzt aber auch. Und Charisma noch dazu. Und Cat-like zählt, ne? Zwei Erfolge hast du. Okay. Zwei. Gerade bei dem Club gibt es schon ein paar Rumors. Da gibt es selbstverständlich das gute alte Date-Rape-Rumor in den Separés. Geht die Sage, dass ein paar der Drogen, die wollen ja eine gewisse Qualität liefern, weißt du, da liegt der Schnee halt nicht einfach irgendwo rum auf dem Boden, sondern im Kühlschrank, schön, weißt du, ne, und dass das, was überbleibt, und wenn sie gerade mal viel Neues kriegen, dass das verkauft wird, zum Beispiel an die wahre Wori. Was? Den erklärten Feind. Aber das ist, also, warte, ich lass mich erstmal kurz weiter erzählen. Entschuldigung. Und das dritte ist, nämlich, so, dass, Er hat wieder keine Ahnung. Der liest doch gerade. Der liest, das ist, ich sitze hier im Dunkeln im Osten, da gibt es keine, hier, ganz Licht. Nee, pass auf, das dritte ist nämlich, dass sie immer noch, Evo ist ja schlimm, weißt du, was die machen. Die züchten sich ja, was jeder weiß, eine HMVV-Armee und suchen sich dort Leute, die total abgeschossen sind, um sie dann zu entführen und zu infizieren. Ernsthaft jetzt? Hey, du wolltest Rumors. Außerdem das, was es immer gibt, dass die Getränke gepanscht sind oder alkoholisch mehr. Das ist kein Rumor, das ist eher so eine Kritik. Date Rape übrigens hauptsächlich, dass wenn man so nach Hause gebracht wird, man schon ziemlich raus ist, ne? Im Candy Van. Mhm. Im Club Taxi. Also das klingt danach, dass Billy mal hingeht und hofft, geraped zu werden. Das ist kein Rape, das ist spontaner Überraschungssex. Überrascht bin ich, dass ich Sex hatte. Ja, darum geht's, genau. Gut, dass du es verstanden hast. Ha! Einen habe ich noch. Selbstverständlich, das Acid hat eine unheilige Allianz mit den Drugs. Und zwar bekommen da alle möglichen Drogen rein und inzwischen relativ unkontrolliert, weil es halt einfach unheimlich viel ist und die Polizei nichts machen kann. Deswegen werden dort auch an die Drugs Kampfdrogen, die sie dann bei ihren unheiligen Schlachtzügen einnehmen, quasi mit verhökert. Die Drugs waren die mit der Musik, ne? Das waren die Clockwork Orange Guys. Genau, die mit der Musik. Ja, genau. Och. Alex und seine Drugs. Die spielen halt auch gerne mal das gute alte Rein-Raus-Spiel. Beethoven Fun, ne? Der gute alte Ludwig Fun. Stimmt, sowas. Verdammt. Nee, hast dich nicht blamiert, wir sind auch sophisticated. Ich hab extra nichts gesagt. Sonst heißt es gleich wieder, ich würde Leute runter machen und so. Das darf nur ich. Ja, richtig. Trolli hat echt den längsten. Das Lachen war gut, du Wichser. Ich möchte nochmal an dieser Stelle, weil wir gerade eben ganz kurz raus sind. An dieser Stelle machen wir die Little Rides. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich liebe euch Gruppe. Ihr habt so schöne Fragen gestellt und ihr macht das wieder sehr sophisticated und bemüht euch, Infos einzuholen und so. Ich liebe euch. Ich möchte das nur sagen. Ich kann nicht anders. Oh, wie bitterbös. Ich liebe euch. Ah.
Kannst rausschneiden, wenn du willst, das ist mir egal. Das hänge ich mir an die Wand, den MP3. Brody hat mich mal gelobt. Da bin ich sofort gekommen. Entschuldigung, konnte nicht zuhören. Ich musste die gerade sauber machen. Man wird ja wohl noch in seinem Computer einen Joghurt essen dürfen, Mann. Dacht, mach das doch nicht, wenn ich vape. Wir haben das im Podcast übrigens immer noch nicht geklärt, was das mit dem Joghurt auf sich hat. Nee, das ist nicht auf der Aufnahme. Nein, das sind kleine Geheimnisse. Hast du eigentlich einen Bart? Oh ja. Nee, ist okay. Ja. Awkward silence. Ja, ich habe jetzt so ein paar Infos reingekriegt. Wir haben einen Haufen Möglichkeiten mit den Fluchtplänen und so weiter. Ich meine, was ich jetzt halt nicht weiß, Trolli, wo man eigentlich da mal quasi richtig Chaos, ne? So richtig Chaos halt. Also wenn es da halt brennt, sag ich mal, dann ist es eher so, ich kenne mich halt nicht super damit. Jojo, kennst du dich damit aus, ob man es da brennen lassen kann? Oder kann man natürlich, also die Frage geht auch an dich. Klar, also brennen lassen kann man das mit Sicherheit, ja. Was interessant ist, wäre natürlich auch, wenn man öfter mal eine Falschmeldung rausgibt an die Polizei und so weiter, hast du nicht gesehen, hier von wegen, ja, hier brennt's und hast nicht gesehen, alle Leute gehen raus, passiert nichts. User in your channel timed out. Huh. Wer war's? Das war die Flumse. Okay. Ich dachte, das war. Das macht man so ein, zwei oder drei oder zehn Mal und dann lässt man das wirklich alles abfackeln. Ja, aber Moment, wenn das extraterritorial, das ist ein schweres Wort. Also wenn das auf jeden Fall Evo gehört hat, der Schuppen, dann kommt auch nicht die normale Feuerwehr, dann kommt doch Evo-Wehr, oder? Kommt drauf an. Also wenn die eine Corporation haben oder sowas, dann vielleicht kommt die richtige Feuerwehr, je nachdem wer schneller ist. Ich dachte, bei sowas kommt die Evo-Wehr. Ihr müsst bedenken, Feuerschutz, also Brandschutz, Feuerschutz, ist ein bisschen einfacher geworden. Es schon im SR3-Regelwerk irgendwo stand, dass Häuser gar nicht mehr so gut brennen. A, wegen genau den Verbundstoffen und B, hast du halt Feuerlöschgeräte und Drohnen. Was dort sicherlich sehr gut schmuggelt, ist alles, was so Interieur ist, weil das ist ja alles PVC-Kacke. Da entstehen auch bestimmt super giftige Dämpfe, das ist nicht geil, aber so ein Ding mal wirklich runterbrennt in 2080, das ist nicht leicht. Ja, auch wenn so eine Drogenküche abbrennt, werden gewisse Sachen freigesetzt. Die werden nicht gekocht, aber ich meine, da nicht wird gekocht, lagern, genau. Ist natürlich einfach, da hat die ganze Stadt Spaß. Ja, wenn das Ding abbrennt, dann, ne, da ist doch garantiert schön chemische Reaktion. Age. Oh, Freebasing für die ganze Moskauer Innenstadt. Schöne Drachegeritte. Ah, herrlich. Die Oma, Alter, geht die Wand nuff, Alter, dreht der Kopf rum und so. Sag ich dir. Oma Irmgard. Oma Alma. Oma Alma, ja. Ja, das wär, also ich denke irgendwie, Feuer deiner Pyromane in mir. Wenn du willst, dass ein Club zumacht, dann geht er in Flammen auf. Das ist eigentlich so. Und einen Molly reinschmeißen, denke ich jetzt zwar nicht, dass. Bitte? Wenn du einen Club machen willst mit Feuer, das ist klassisch. Das ist halt Feuer, ja, das geht halt, sagen wir es mal so. Weil einfach nur ein paar Nachrichten sagen, ich wurde gas-raped, das gefällt dir doch. Ja und? Trotzdem. Ja, aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man so verschiedene. Hallo zurück. Wenn so verschiedene Kleinigkeiten auftauchen und dann so ein Rape. In so einem Fahrzeug, das macht schon scheiß Presse. Wir müssten dafür sorgen, dass eine von, sagen wir es mal so, dass irgendwie. Was, wo war seid ihr jetzt dran? Entschuldigung. Ass Rape. Ach sonst. Warum wollte so, also. Ich bin bei Feuer geblieben. Kaban ist bei Raping immer noch. Kein Feuer, auf keinen Fall. Wieso denn nicht? Weil die da überall Kameraüberwachung haben, weil die da, wenn du Pech hast, eine magische Überwachung haben, weil die da mit Sicherheit auf sowas tierisch, wenn dann Brand ausbricht und da Leute zu Schaden kommen, dann werden die da wahrscheinlich, weil die auch irgendwo Feinde haben, sofort Brandstiftung vermuten und wenn da Leute abgemurkst sind oder was, dann werden die da hinterher sein wie Hunde, um das rauszufinden. Das ist doch viel zu viel.
Richtig. Und wir können also besser das, an Horizon weißt du, stecken, das Ding ist, dass die das Leute Ding alle vergewaltigt halt, werden. Das Ding ist halt einfach, wenn wir irgendwie, also wenn wir halt wirklich so weit gehen, bei einem Brand, da kommen ja auch wirklich Leute zu Schaden, weißt du? Also entweder wir müssten halt wirklich einbrechen und... Sagt die Frau mit dem Arm in der Tiefkühltruhe, ey. Ja, das hat damit... Das, mir ist es egal, ob die Leute da abkratzen, weißt du, nur wenn da so viele... Quatsch. Nein, habe ich nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich habe nur zwischenzeitlich mal zwischenlagern müssen, aber das ist jetzt egal. Auf jeden Fall. Was? Warum? Es schmeckt gut. Tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Ich hatte Hunger. Okay. Auf jeden Fall. Nein, mir geht's nicht um die Leute. Mir geht's einfach nur darum, dass da irgendwie, dass die bei sowas Untersuchungen starten. Weißt du, wenn ich bei einem Einsatz oder wenn ich bei irgendwas 5 Bullen erschieße, dann stellen die da richtig Untersuchungen an, weil 5 Bullen erschossen worden sind. Weißt du? Weil die das da für bin ich auch bei dir. Publicity brauchen. Ich habe dann gerade eine andere Idee. Und zwar, wir haben doch da, du hast doch gerade gesagt, du kriegst richtig schöne Informationen. Gerade. Kannst du die Personalakten von den Leuten einsehen, die da arbeiten? Weil wenn du das kannst, könntest du eventuell da auf Verfehlungen gucken und vielleicht hat ja schon mal jemand eine Abmahnung gekriegt, weil der irgendwie Drogen an Minderjährige gegeben hat und so weiter. Und diese Informationen, wenn wir die haben können und das einfach an Horizon geben und die weiter ermitteln, reicht doch schon. You know? Lass uns doch gar nicht die Drecksarbeit machen. Wir verkaufen den Scheiß an Horizon für 500 oder sowas und dann ist gut. Na wenn, weiß ich nicht, wenn wir jemanden finden, der es haben will. Ganz ehrlich, Misskredit, wenn ein Megacon einen anderen Megacon kaputt machen kann oder ärgern kann, dann haben die sich noch nie geziert, das zu tun. Und ich meine, Horizon News, hallo, sind die wichtigsten und besten und tollsten News überhaupt. Die machen das so bestimmt. Die sind doch hier so weit wahrheitsfreundlich und so. Flummi, wirf mal bitte Konzernpolitik. Den Skill habe ich noch nicht so lange. Da muss ich jetzt tatsächlich mal gucken. Ich glaube, ich habe ihn nur auf 1, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja, spezialisiert auf Robotnik, oder? Ich bin gerade überfordert, weil der das scheiß Teamspeak nicht klein macht. Warte Guck mal. Mal bei dir. Konzernpolitik hast du auf 2. Auf 2? Boah, bin ich gut. 3 Erfolge. Evo und Horizon lieben sich aber meistens schon ziemlich, ne? War dann das gehen jetzt nach ein ironisches Lieben oder war nee, das die ein... Lieben, die lieben sich schon ziemlich. Dann gehen wir nach Robotnik. Die hassen Evo. Richtig. Da wären wir dann bei, wie heißen sie? Horizon, Net Horizon, Zenith, danke, so heißen sie. Mhm. Wie hießen sie? Zenith. Zenith, siehst du. Da gehen wir noch einfach nach Zenith und geben denen die Informationen. Die kaufen uns bestimmt ab. Versuch mal irgendwie in die Personalakten nach Verfehlungen zu suchen. Die Akten sind hier, schau doch rein. Ich durchsuche die Akten nach Verfehlungen. Also von den Mitarbeitern. Ja, ach so. Ja. Ich dachte, du wolltest nach Programmierfehlern gucken. Nein, pass auf. Oh Gott, ne. Davon habe ich doch keine Ahnung. Mann, ich hab dich verarscht. Warum denn? Ich verarsch dich gleich mal, du. So. Ach ja? Also, die meisten Verfehlungen sind so Sachen, die Evo sich intern angekreidet hat, wie zu spät zur Arbeit gekommen oder sowas in der Richtung, ne? Was tatsächlich das Einzige, was relevant ist, war auf jeden Fall letztes Jahr so im Herbst. Da hat jemand nicht an der Bar nicht genug aufgepasst, als ein Drink, der wurde quasi vergiftet mit, was hat der Alten gegeben? Ja, sehr geil. Hab's vergessen. GHB. Ja. Mit GHB vergiftet, der Typ. Also den haben sie auf jeden Fall erstmal das Gehalt gekürzt, Urlaub, und der musste nochmal eine Schulung machen, wie man sich da adäquat zu verhalten hat. Das ist das, was so relevant ist. Ansonsten die Leute halt, weißt du, sowas wie zu spät kommen und sowas. Also alles total die Sauermänner. Keiner hat irgendwie Verfehlungen gemacht von wegen so, hey. Der eine hatte mal Drogen im Blut, verstehst du, die ihr wohl nicht gefallen haben. Oder häusliche Gewalt bei sich zu Hause. Das ist aber jetzt nichts Großes. Ich meine mal seine Frau verwemsen, sie hat es offenbar verdient. Okay, da steht noch nicht drin. Da steht wirklich drin, sie hat es offenbar verdient? Nein, das steht nicht drin. Also, ganz ehrlich, das wäre interessant gewesen. So, Alter. Ist ja witzig, oder? Das ist ein Vermerk, den der Chef dazu gemacht hat. Wobei, bei dem... Handschriftlich. Weißt du, das ist...
die muss golden sein, die Muschi. Nein, bei der häuslichen Gewalt ist auch nicht direkt da, hier hat Frau Wemster oder so, sondern da gab es Krawall und ne, sie hatte dann, ist dann am nächsten Tag die Treppe runtergefallen. Aber was genau da vorgefallen ist, weiß man nicht. Oder wollte man nicht wissen? Vielleicht. Mhm. Weiß man ja, sie ist ja die Treppe runtergefallen. Wurde auch dokumentiert, also easy. Nach einem Streit mit dem Mann ist die betreffende Person einen Tag später von der Treppe gefallen. Das sind schmale Stufen und die hatte Stöckelschuhe an. Wenn man da nicht Cat-like ist, dann muss man aufpassen. Ja, hab ich schon verstanden. Also sind alles so hässliche Saubermänner, was ist das denn für ein Scheiß? Deswegen sag ich ja, wir schmuggeln einen von dem was runter und dann ist gut. Ja, weil was reinschmuggeln, da muss es auch, jemand muss es finden. Ja, deswegen ja jemanden mit Lebensgefährten oder Lebensgefährtin oder irgendwas und dann am besten irgendwas, wo derjenige oder diejenige da definitiv was gegen hat. Eselporn. Vielleicht sogar der irgendwie, wo die Frau mal aus Versehen die Treppe runtergegangen hat, wobei, nee, die rennen dann sowieso immer wieder zurück zu ihren Kerlen, das bringt nichts. Mhm. Den nimmt die sogar, wenn der Esel Pornografie im Schrank hat. Gerade dann wir. Möglichst jemanden, der irgendwie moralisch extrem korrekt ist. Ich glaube, da ist das noch einfacher. Pünktlich immer zur Bibelstunde erscheint. Genau, wer kommt denn von denen immer pünktlich an vorbildliche Dienstakte? Der absolute Saubermann. Ja, das ist Lika. Judoniva, Mann. So. Schreibt sich den mal jemanden auf. Die Menschin ist auch noch gar nicht so lange da, aber so 4 Monate. Aber die ist nicht nur halt perfekt, nein. Die ist ganz so eine medizinische Assistentin da. Sondern die engagiert sich natürlich auch frei in der Freiheit, halt der Freizeit für Mom und hat mehrmals im Evo-Betriebskindergarten ausgeholfen und sowas. Weißt du, so eine ganz schlimme. Und natürlich nur in den Flügeln von Mom, die auch nett sind, ne? Nicht die, die Krawall machen. Also die langen. Okay, sie hat also Mom ist sie sehr aktiv und bei Kindern. Also wenn ja, wir der unterjubeln, dass die kleine Ork-Kinder misshandelt, dann geht's aber ab. Weißt du? Stimmt, dann müssen wir nur jemanden haben. Quasi. Hat die denn irgendwen, der den ganzen Shit auch finden kann? Das können wir ja bei ihr finden. Das können wir ja einfach dann Zenith stecken und dann sollen die das nochmal nachprüfen und dann finden die das plötzlich auf ihrem Home-Server oder sowas. Vielleicht können wir noch ein kleines Kind bestechen, was dann sagt, ja, die hat mich geschlagen. Das kannst du vergessen. Warum? Weil kleine Kinder einfach viel zu wenig... Ja gut, standfestig sind richtig. Ne? Die lügen viel zu schlecht. Also wenn die wollen und denen es auch wirklich um irgendwas geht, dann können die das ganz gut. Aber dafür musst du da schon jeden Tag vorbeigehen und den Prügel androhen. Ansonsten machen die das nicht. Das war jetzt wieder zu viel, oder? Zeig uns bitte an dieser anatomisch korrekten Puppe, wo dich der Troll misshandelt hat. Überall. Ich habe überhaupt keine Hörner, die Puppe ist nicht anatomisch korrekt. Schnauze. Düse, du bist so still. Was denn? Ich habe doch schon voll viel gesagt. Dann rede noch mehr. Ne. Sonst kriegst du den Mund auch nicht zu. Sag mal. Sag mal, der Junge, ne? Telly. Der geht erstmal auf die stille Treppe jetzt. Den dürfen wir echt keinen Schnaps mehr geben. Och, Mann. Ich überlege gerade. Mhm. Juti, wie gesagt, gucken. Gut, da wenn die sich mit jemand, der mit kleinen Kindern arbeitet, passt schon immer ganz gut dafür. Das sind immer so Kandidaten, bei denen funktioniert das immer ganz gut. Mhm. Kommt man denn, wo wohnt die denn? Kommt man überhaupt einfach an die ran oder ist das so eine, wo du wieder viel Arbeit reinstecken musst, um überhaupt an die ranzukommen? Lass mich einen Blick auf die Karte riskieren. Und gibt's vielleicht auch noch Kandidaten, die etwas besser dafür geeignet sind? Jemand, der da möglicherweise sowieso schon ein bisschen Dreck am Stecken hat, zum Beispiel den, wo seine Frau öfter mal, weißt du, bei denen kannst du dann, da glauben die Leute das dann eher. Ja, da glauben die Leute das dann immer noch eher. Ich habe mal eben noch eine kurze Frage. Diese Club-Taxen, die quasi die Leute nach Hause fahren, sind das Jones? Ja. What?
Das sind Drohnen. Das sind Drohnen. Nur wenn jemand gar nicht mehr zurechtkommt, schicken sie dann Mediziner mit dabei. Aber ansonsten sind es Drohnentaxis. Ja. Wie wäre denn die Idee, wenn wir quasi jedes Mal, wenn einer mit einem Drohnentaxi quasi wegfährt, dass wir dann uns das Drohnentaxi schnappen, den verwemsen, dann haben wir verwemsen und dann haben sie schlechte Presse. Dann will ja keiner mehr mit den Drohnentaxis nach Hause fahren, aber es darf eigentlich keiner mehr fahren, weil sie alle drauf sind wie Halle. Also da geht doch auch garantiert die Einschaltquote zurück, oder? Vor allem ich hasse machen. Es aber, Leute zu verwemsen, die sich nicht wehren können. Ich glaube, da hattest du mal so eine Situation, wo da so ein Typ vor dir auf den Knien saß und der hatte irgendwie, glaube ich, einen Holzscheit in der Hand anschließend. Interessante Twist. Ja, der was in der Hand da noch? Ein Holzscheit? Er spielt auf unsere Nazi-Folgen an. Das hat er wieder vergessen, das hat sich alles aus dem Kopf gesoffen. Dilly, hab den voll misshandelt, den armen Nazi. Mit das waren Nazi. Holzscheiten. Das sind auch alles Nazis, du musst bloß umdenken, alles. Ich habe ja kein Problem damit, wenn du sagst, nee, finde ich blöd, aber wenn du da so heuchlerisch rangehst und sagst, nee, arme, nichtsahnende Leute, da habe ich ein Problem. Ja, also ich meine, zwischen nichtsahnende Leute und Nazis ist ein großer Unterschied. Ach nee, Moment, wir waren bei den Nazis in der Wohnung, nix, aber... ne? Meinst du nee, das? Nein, das meint er nicht. Er meint, wo der du dich so richtig verzaubert hast. Ach da, ja gut, die Situation war vielleicht doch noch ein bisschen anders. Was denn? Wieso? Hatte er einen persönlichen Zwist mit dem? Na, aber der Typ hat sich schon genug Jugendliche eingesteckt, die mit irgendwelchen Sachen infiziert und was weiß ich nicht was gemacht. Also das ist eine ganz, die ganz moralischen andere Unterschied Situation. Verstehe sogar ich. Du einen moralischen Unterschied verstehen? Also entschuldige bitte, Mutter Teresa. Also es gibt Teresa. Leute, die können nichts dafür, okay? Und es gibt Leute, die haben es einfach nicht anders verdient. Ich meine, jeder Einzelne von uns hätte es verdient, aber... Dann verwemsen wir sie halt nicht, damit ihr euer Moralapostel durchdrücken könnt, sondern ziehen sie einfach wir nur ab. Die von mir aus zusammenschlagen, dann, wenn ich rede ich halt nicht im Plural, sondern sage ich halt einfach nur kapern, zieht sie dann einfach nur ab und nimmt ihnen der Kretzdick weg oder so irgendwas. Damit kann ich leben. Das ist nicht okay. Kannst du die Unterhose mitnehmen, so dran schnüffeln oder so. Keine Ahnung, was dein Hobby ist, aber so in die Richtung halt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dann nicht in die Bredouille kommen, dass dann einfach sagt... Jemand sagt, okay, jemand will einfach nur gezielt dem Laden schaden und das kommt dann dabei raus, weißt du, weil das... Wir können das ganze Zeug dann bei jemandem unterjubeln, der da arbeitet. Das geht. Weißt du, am besten der nicht zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, sondern sonst immer die Drohnentaxis ruft. Also wirklich jemand, der immer schön, wir haben hier die Schichtpläne, immer wenn der frei hat, passieren diese Dinger. Und dann, wenn dann irgendjemand mal auf die Idee kommt, bei dem zu gucken, ist das alles in seiner Wohnung. Dann müssen wir nur dafür sorgen, dass er kein Alibi hat. Aber wobei, da kann ja auch andere Leute damit beauftragen, das geht ja auch. Hm? Haben die dann überhaupt einen Zugriff, wenn die nicht da sind? Also wissen die dann, wann war, welche Taxis fahren? Das kriegen wir ja mit, wir hören also, einfach mit. So eine Backdoor zu erschaffen unser Hacker bestimmt, oder? Sondern, also ich sag mal so, wenn der Typ... nicht arbeitet, dann weiß der ja nicht, wenn die Taxis werden ja spontan gerufen, die sind ja nicht schon vorbestellt. Er sei denn, er hat direkt nur ein System. Hallo, die Taxis gehören doch zum Club, dachte ich. Ja, ich weiß, aber wenn der Typ gerade frei hat, den wir das hinterher unterjubeln wollen, also Kabans Plan nehmen, das meine ich, dann ist es ja, kann der ja eigentlich nicht wissen, wann da welche Dinger fahren, es sei denn, da ist mehr als einer dran beteiligt oder richtig. Der hat halt auch in seiner Freizeit Zugriff auf den Club-Gedönse. Also wenn der eine Backdoor in dem Club hat, quasi, von seinem Home-Node aus, Haben die Mitarbeiter Firmen-Comlinks-Chef? Ja, die haben aber auch extra Comlinks. Die Firmen-Comlinks, die sind quasi in dem Club gelagert. Übrigens, Yuka Chesnokova, die hat wahre Wori-Spielschulden gehabt. Ist zwar schon 4 Jahre her, aber ich meine nur... Ach so, und von wegen, ob ein Mitarbeiter mitkriegen könnte, wie das mit den Drohnentaxis ist. Die Drohnentaxis müssen ausstrahlen, welche Fahrzeugnummer sie haben und so weiter. Und wer dort arbeitet, kann sich die Fahrzeugnummer notieren oder kurz mit dem Comlink halt speichern. Und dann kannst du das theoretisch einfach mit einer Matrix-Datensuche rausfinden, wo das Auto gerade ist. Versteht ihr, was ich meine? Die Fahrzeug-ID halt. Ja, aber wenn es da schon mal Probleme mit der Worry, also welche Worry übrigens? Wenn es da schon mal Probleme mit der Worry gab, dann kann es auch gut sein, dass es die vielleicht wieder gibt.
Ja, möglich. Aber ich finde unsere Idee gar nicht so schlecht gerade. Mit dem, wir rauben die Leute aus, und so weiter und so fort. Und jubeln das dem einen unter. Das ist schon. Ich finde, das geht schon in die richtige Richtung. Ja. Das mit dem Wuri kann man ja immer noch bei jemand anders machen. Nee, das meine ich nicht, aber dem der Worry-Fuzzi das da unterzujubeln, das könnte ganz gut funktionieren. Das stimmt. Das meine ich damit. Ja, das klingt nach einem soliden Plan. Bewegen sich die Autos denn und haben die Autos Kameras oder irgendwie so ein Shit? Die haben Fahrzeugsensoren, ne? Was? Na, wenn wir so ein scheiß Auto dingsen, also ne, da von wegen Ausrauben etc. pp. Oder was auch immer da ist, dann müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Ich weiß halt nicht, wie das mit den Autos da ist, irgendwie, ob die dann Bilder etc., weißt du? Ja, natürlich hat das Auto Hacker dabei oder eine Hackerin. Mhm. Aber ja. Stimmt, und hast Hackerin? Du auch Zugriff auf die Autos, Billy? Das muss man sehen. Wenn die nicht gerickt werden, sondern halt wirklich nur dumme Drones sind, das kann man auch nicht jedes Mal abfahren. Das wird eine Weile gut gehen, dann werden die auch gegensteuern gegen sowas. Ja, darum geht's ja nicht. Es muss ja nur ein paar Mal klappen. Das reicht ja. Wenn es 5-mal klappt oder 3-mal klappt, selbst das würde ausreichen. Es muss nur oft genug klappen, damit es kein Zufall mehr ist. Und wenn das sobald der Punkt ist, an dem es kein Zufall mehr ist und die anfangen gegenzusteuern, können wir immer noch aufhören. Wir müssen es ja nicht durchziehen bis zum bitteren Ende. Richtig. Und das Schöne ist ja, sobald die dagegen steuern, werden die ja auch nachforschen, wo es herkommt. Und wenn dann jemand eine Backdoor findet, die zu dieser Person findet, ne? Und das dann auch plötzlich bei den anderen, bei Zenit in der Presse steht, na, Entschuldigung, da haben wir doch unsere Pressemeldung. Also so 2-3 Mal reicht völlig für eine vernünftige Pressemeldung. Asset-Mitarbeiter raubt, ne? Leute auch, also hier. Ich wollte jetzt nicht unschuldig sagen, hier wählen sie unfähige Personen aus. Ist doch super. Unfähig? Ja, unfähig, irgendwas zu tun. Wer ist das? Bewusstlos? Nein, Dings, mir Worte, die mir fehlen jetzt. Denkt euch die. Wehrlos. Wehrlos, danke. Dann wird vermutlich auch direkt nochmal bei Zenit ein Fass aufgemacht darüber, von wegen wie unmoralisch und scheiße und was weiß ich was das doch alles ist. Richtig. Wir von Zenit hassen ja Drogen. Sehen Sie jetzt die neueste Folge vom Heimwerkerkönig. Ja, genau. Also, volle Kanne heute, Baumann Vogelhaus. Heimwerkerkönig ist super. Entschuldigung, der muss jetzt nochmal sein, aber ja. Und der Brummlibär. Oh Moment, haben wir nicht noch Videos von dem? Billy, hast du noch Videos vom Brummlibär? Die sind doch sogar hochgestellt, ne? Stimmt, die sind sogar hoch. Ja. Der ist doch verhaftet worden, oder? Moment, nee, nur für die Statistik. Oder? Schreibt's uns in die Comments. Yay! In meiner Ansicht nach nicht. Okay. Ich hatte irgendwie sowas im Kopf, dass er auch tatsächlich wegen Kindergedönse und Snuff-Gedönse oder was weiß ich, was verhaftet worden war. Kein Snuff, hallo? Das war alles ich egal. War mir nicht mehr sicher. Die wurden nur verwemst. Ich glaube, achso, ja, dann ist ja langweilig. Ich glaube, sie haben nur gesagt, nein, das ist nicht wahr und es kann sein, dass er entlassen wurde. Irgendwie sowas. Aber der war nicht eingeknastet worden, meiner Ansicht nach. Ah. Nö, nee, aber dann passt ja. Also ich sag mal, da ist schon richtig alles. Also ich meine, wir müssen natürlich aufpassen, irgendwann werden die gegensteuern, aber wie gesagt, das muss nur so oft klappen, dass es kein Zufall mehr ist. Dann werden die anfangen, gegenzusteuern. In dem Moment können wir öffnen, dann können wir es der Person unterjubeln und dann, das ist schon richtig. Das könnte ganz gut klappen. Jo, da haben wir schon mal eine fette Story. Und wenn wir eine fette Story haben, dann finden die bestimmt noch ein paar andere fette Stories. Zur Not müssen wir denen noch welche geben. Warten wir das, würde ich sagen. Machen wir das so einfach mal so. Bereiten wir das vor. Einwände? Nö. Lilly? Was soll ich denn dagegen haben? Perfekt, super. Das war ja quasi ihre Initialidee. Ja, es war ja nur so, dann packen wir es jetzt. Okay, was müssen wir ja vorbereiten dafür? Wir müssen erstmal die Fahrzeug-IDs haben. Und Bing, Schichtplan. Da sind sie schon da. Perfekt. Schichtplan und, hast du auch schon. Sehr gut. Und wann hat denn unsere gute Dame immer frei? Da guckst du auf den Schichtplan? Mittwoch und Sonntag. Gut.
Wie lange Zeit haben wir für die ganze Aktion hier? Es hieß, wir sollen No kein limit. Jahr, es hieß, wir sollen kein Jahr brauchen, aber ansonsten können wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Das ist okay. Gut, dann brauchen wir noch die Adresse von der Jutendame. Steht in der Personalakte. Ja, tut's ja, das ist in Sokol. Also wohnt die eigentlich ganz gut? Na, die ganzen Mitarbeiter dort sind nicht unterbezahlt, sowieso nicht, aber die sind schon, ne, die haben ja auch eine gewisse Verantwortung, damit dort in dem Club nicht totaler Mist passiert. Mhm. Sokol war nochmal was für eine Gegend? Neben mir Schneuer direkt. Es ist. C, dort ist es ein gutes, dort ist es ein gutes C-Gebiet. Oha. Na gut. Gut, dann gucken wir uns doch mal an, wie die Ische wohnt und was die so treibt, wenn sie nicht da ist oder wenn sie da ist und so weiter, das Haus etc. pp., würde ich sagen, oder? Ja, ihr müsst da rein, oder? Ich würde mich dann eher darum kümmern, dass mein Sprite dort bleibt, wo er gerade ist. Na, was heißt wo rein? Also wir müssen nur erstmal gucken, wo die Ische wohnt und was weiß ich und wie wir da reinkommen in das Haus, in die Wohnung und so weiter. Genau. Also ihr müsst nicht direkt jetzt komplett rein, aber ihr müsst halt wissen, wie ihr dann später das Evidenz da reinbringt. Genau. Sag mal, würdest du uns vielleicht helfen, was da die Haustechnik angeht, wenn du das easy hinkriegen könntest, ohne dass es halt zu gefährlich ist? Ich bin ja auf dem Comlink spätestens mit dabei. Ja. Ja, wenn du dann darüber an die Haustechnik rankommst, wäre das okay. Ja, jetzt kann mich der Spieler dann natürlich gerne korrigieren, falls ich da falsch liege, aber ich brauche ja nicht physikalisch vor Ort zu sein. Nö. Das passt, ne? Sokol hat eine der besten Matrix-Verbindungen der Stadt, die man sich leisten kann. Yippie! Okay, na dann. Ja. Juppdi-du. Maske, bla, Gedönse. Ich bin nur etwas verwirrt. Warum? Ihr wollt die ausrauben? Das habe ich begriffen. Und dann wollt ihr den Scheiß zu ihr schaffen. Ja. Zu der mit den Worry-Spielschulden, den Warum? Ehemaligen. Um es ihr dann anzuhängen. Ja, das ist mir klar, aber also warum sollte die Worry das bei ihr zwischenlagern? Wir wollen es nicht der Worry anhängen, wir wollen es der Tussi anhängen, weil sie dann eventuell wieder irgendwelche Ach so. Schulden bezahlen okay, muss, von gut. denen niemand was weiß. Gut, dann. Darum ging's. Deswegen lagert die das erst bei sich zu Hause, bis sie die Schulden an die Worry bezahlen kann, quasi. Ja, aber wie hat die das angestellt, ist die Frage. Wie hat genau, die Drohnen... das ist die darauffolgende Frage. Wie, also nicht mal direkt, wie hat die, die Autos verfolgt, das schafft sie auch, aber die muss ja irgendwie Leute haben, die, ne, da ja, reingehen, mit ihr Leute verbremsen und das Zeug rausholen. Denn die Leute in den Drohnentaxis sind nicht zwingend Volldruff. Das sind auch einfach Leute, die halt nicht mehr fahrtauglich sind, aber die halt noch ganz gut dabei sind, ne? Das heißt, sie müsste ja zumindest Leute kennen, die das sowas durchziehen können. Kann doch sein. Deswegen, der Anhängen, weiß ich nicht mal, ob das so nötig ist. Ja, stimmt. Nee, das Anhängen ist ja okay, aber dann müsst ihr irgendwie eine Brücke schlagen, dass sie halt die Möglichkeit hat, weil die alleine kann das halt nicht. Dass sie vielleicht einfach nur die Daten an die Worry weitergegeben hat, von wegen, da sind die Fahrzeuge und da sind die Personen drin. Also ich wollte es mir jetzt eigentlich nicht auch mit der wahren Worry verscheißen und Evo gleichzeitig. Naja, an die wahre Worry will ich ehrlich gesagt auch nicht dran. Also die lasse ich lieber mal außen vor. Das ist halt ein, ich hätte halt gedacht, dass wir einfach nur dran gehen und da halt Leute ausrauben, das den Arm dann geben und dann mal sagen, dass ja, das wer in den Club geht, dem kann halt passieren, dass er ausgeraubt wird, wenn du mit dem Drogentaxi nach Hause fährst. Das ist eigentlich alles. Ja, lässt es sich auf so einem Comlink oder ließe es sich da in dem System so einrichten? Also ich weiß nicht, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber wenn man einfach Daten anfängt, Daten zusammenzustellen, wo, wann, welches Taxi, wie hinfährt, wer da drin sitzt, etc. pp., lässt sich in so einem System sowas feststellen, dass da quasi jemand Daten zusammengesucht und runtergezogen hat? Ja, false also, trails. Einfach so, dass dann können wir es nämlich wenigstens so drehen, dass quasi ein Mitarbeiter Infos rausgegeben hat. Wer das dann war und wie und was weiß ich, das müssen die ja nicht mal zwingend rauskriegen, aber einfach, dass da ein Mitarbeiter, und das können wir ja gegebenenfalls sogar über das Comlink von XY laufen lassen, quasi, wo diese, dass die einfach, dann können wir einfach nur so tun, als hätte die irgendwelche Daten abgezogen. Das kann die ja an irgendwem weitergegeben haben oder was weiß ich.
Aber das, stimmt. Ne, das ist noch eine bessere Idee. Das kann die auf den Datenchip gezogen haben, dann ersparen wir uns diesen ganzen Einbrecherscheiß. Also dann hat sie einfach nur einen Datenchip erstellt und da sind die ganzen Sachen drauf. Oder irgendwo eine Datei oder was weiß ich. Und da sind die ganzen Sachen drauf und das würde ja schon reichen. Es ist zwar nur ein Indiz, aber das reicht ja. Ja. Weil dann, also am besten so eine Kundenkartei, wo steht, was hast du gesagt, hat wie viel Geld ausgegeben und wohin fährt die Person. Was hast du gesagt, Billy? Irgendwas das mit ist Motiv? Dann mehr dann ein Motiv. Ja, ein Motiv kann sie ja durchaus haben. Also das muss ja, wie gesagt, nicht bekannt sein. Wenn die schon mal Spielschulden hatte bei irgendwem, dann kann das durchaus sein, dass sie wieder in Schwierigkeiten ist. Weißt du, das muss nur der Konzern ja noch nicht mitgeschnitten haben. Von den Fleischern war die nicht auf der Kartei, ne? Dummerweise. Würfel mal Edge. Nee, war sie nicht. Aber ich sag das mal so. Noch bist du im System. So eine Kartei, ne? Die lässt sich verändern. Kann man was also, machen. Also, kann man sie was hat machen. Probleme mit den Fleischern. Ja, Probleme mit den Fleischern könnten wir jetzt eigentlich mal direkt über Fälschen reinmachen, oder? Welche Art von Problemlisten machen da auch Schulden, oder? Ach, der Sprite ist, glaub ich, ist doch noch da drin. Nee, Schulden klar, ist, aber in welcher Art? Das ist halt? Ja. Die hat, Spielschulden. Wenn sie die schon mal hat, dann kann es auch gut sein, dass sie die vielleicht sogar wieder hat. Ja, du musst ja nicht nur Fleischer reinschreiben, sondern schreibst einfach in dem Laden von dem Fleischern quasi die Spielschulden. Ich weiß nicht, wie genau das da drin steht in der Kartei. Es muss halt schon so aussehen. Das letzte Mal stand der Name des Casinos, zumindest der Ort, weil das hatte keinen richtigen Namen. Und dann halt im Zusammenhang mit dem Syndikat Warebori. Dann machen wir jetzt nochmal so einen Eintrag, aber nur mit den Fleischern. Casino Royale genau. Im Zusammenhang Vollstopp. Mit der Gang Fleischer. Und dann kommt auf ihren Comlink noch ein Eintrag vom Chef drauf, der die Eier zerquetscht. Ach nee, Moment, der die Matrioschka zerfletscht hat. Übrigens, guter Einwand von Snowcat war heute, Matrioschka lebt noch, solange sie bei uns im WordPress nicht vermerkt. Ich möchte darauf jetzt antworten, ich hätte das in Kommentaren machen sollen, aber es fiel mir erst vorhin ein. Wenn wir das aber in dem NSC-Teil ändern, dann spoilern wir ja Leute, die das neu hören würden, weißt du? Ach. Ach. Also werden wir nie unsere WordPress-Seite updaten. Ja, das ist der Plan. Ich finde, das klingt vernünftig. Absolut, jetzt macht es Sinn. Ich habe gerade die Erleuchtung wegen dir. Sie. Man kann ja reinschreiben, verstarb dann und dann. Das ist ja noch nicht grundsätzlich. So verstarb vielleicht dann und dann. Könnte eventuell tot sein. Ich habe leider nicht mehr ihr Todesdatum irgendwo stehen. Das ist natürlich auch ganz fatal. Nee, pass auf. Machen wir doch mal bitte Fälschen und VR und wieso? Logik. Kann doch mal ein Sprite machen, der ist halt auch noch Dienste frei, oder nicht? Hat er noch Dienste frei? Ja, ja, aber dadurch würde ich dir halt quasi den Zugang gewähren, bloß dass du das halt hübsch machst, weil du hast Fälschen und dein Sprite nicht. Also, du sagst Forgery plus Logik. Log plus 2. Also 8. Das sind 3 Erfolge. Gut, da habe ich auch wieder mal einen Wurf hingelegt, du. Ein schöner Wurf. Meine die Datei ist implementiert, sieht genauso aus wie die anderen und ist da auch schon länger. Wann war der Streit mit dem? Ach, dreiviertel Jahr her. Oh, warte mal kurz mein Handy weg. Dreiviertel Jahr, vielleicht. Dreivierteljahr. So lange nicht, ich glaube noch nicht ganz so lange. Viertel. Ich verbessere mich ja gerade. Drei Monate, ich verstehe. Richtig. Also das ist gut. Das ist ein guter Zeitraum, weil sonst kommt irgendwann der Punkt, an dem sie so oft zusammengeschlagen haben, dass sie nicht mehr arbeiten kann, weil die ihre Kohle nicht bezahlt hat. Muss halt alles noch Sinn. Ja, die Fleischer haben. Schlagen noch niemanden zusammen. Aber Moment, zusammen. Vielleicht ist es ja ein sehr langsamer Tod mit einem Löffel. And again. Ach Mann. Also, dann haben wir die Datei jetzt schon mal gefälscht. Wir haben die Drohnentaxis. Wir wissen, wer unsere Zielperson ist. Dann kümmert ihr euch jetzt um die Überfälle. Ha! Go. Genau, aber du musst halt dann dafür sorgen, dass irgendwie im Zusammenhang mit ihr quasi auch deutlich wird, dass sie diese Daten rausgegeben hat. Ich weiß nicht, wie das irgendwie in der Matrix oder da auf den Internetseiten geht, also auf den Seiten geht. Der Chef hat ja gesagt, dass, also der Spielleiter hat ja gesagt, dass die Arbeitscomlinks quasi solche Informationen sowieso haben und man findet einfach Traces dann auf ihrem Comlink, auf ihrem privaten Comlink von genau diesen Daten. Ja, also ich hätte mir das so vorgestellt, ich weiß nicht, ob das, ich denke mal so irgendwie, wie wenn ich meinen Mozilla-Browser-Verlauf lösche, aber es ist ja trotzdem noch auf dem Rechner, so schlecht gemacht halt, weißt du? So könnte ich mir das vorstellen. Versteckt, aber nicht gut. Genau. Für jemanden, der sich damit auskennt, der würde es finden. Genau. Einen investigatorischen Einsatz.
quasi einfach der Admin von dem Ding, der einmal drauf guckt und sagt, Alter. Junge, Junge, Junge. Die Cookies haben sie aber nicht gelöscht. Ja. Und hier auch noch direkt Fenster zur Bornhub. Hat man ja hier noch alles in IT erlebt. Juti, ja, das ist damit auch angelegt. Juti, ja, dann brauchen wir nur noch die Überfälle. Stagen. Stagen. Schubst keinen aus dem Auto, bitte. Ja, machen wir nicht, machen wir selten. Das war ein bisschen witzig. Ja, ja, doch, doch. Wichser. Ich glaube, er weiß gar nicht mehr, welche Knöpfe er drückt. Er drückt einfach wild. Natürlich. Ich hab jetzt du hörst ja nicht mehr. Ich habe kein Soundboard mehr, ich habe einfach einen Zufallsbutton. Das merkt man. Juti, dann... Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Also, schauen natürlich... Und gucken, dass es irgendwie alles Sinn ergibt. Weil theoretisch kann... nee, das macht die ja, wenn die dann frei hat, ne? Oder irgendwie so, damit das auch von ihrem Comlink aus so ist. Oder macht die das von ihrem Comlink aus irgendwie so? Das, oder muss die dafür arbeiten? Keine Ahnung, wie würde die sowas machen? Die würde normalerweise auf der Arbeit einfach einen Datenchip in ihren Arbeitscomlink einschieben, würde die Daten kopieren und würde den Datenchip in ihren normalen Chip-Ding einlesen. Sowas hat ja jeder zu Hause. Das ist ja wie ein USB-Stick quasi. Du bist in der Firma, du nimmst was an den Rechner mit, einfach ein Bild von einem Kollegen, der sich den Arsch auf den Fotokopierer gedrückt hat oder sowas. Und dann nimmst du es mit nach Hause und hängst die an die Wand oder so. Weißt naja, genau. Und die hat ihr Privatcomlink doch auch bestimmt auf der Arbeit mit dabei. Das dürfen die doch da, oder? Wird eingeschlossen, aber ja. Also halt spindmäßig so, ne? Ja gut, aber das heißt auch, dass sie dann irgendwie mal schnell zu ihrem Privatcomlink gehen kann, den Chip da einlegen kann und dann die Daten Die könnte sogar von ihrem Arbeitscomlink auf ihr Privatcomlink schicken, denn die müssen nicht aus sein. Dann wird das genau so passieren, hoffentlich. Denn es muss ja alles fix gehen, weil sonst sind die Daten ja nicht mehr aktuell. Gut. Ich glaube, das klingt jetzt nach einem sattelfesten Ding. Ihr müsst euch nur noch angucken, wo ihr die Taxen am besten abfangt. Weil wenn da irgendein High-Class-Boy rumfährt, dann könnt ihr meinen, nicht einfach... Wie sieht's denn um den Club? Sorry. Ja, genau. Wie sieht's denn da straßentechnisch aus? Es gibt noch einen Rumor. Pass auf. Der Tiger hat echt Powers Spaß dran. Soll ja auch ab und zu mal am Acid verkehren. Tiger? Ich dachte, der ist wieder in Staaten zurück. Ja, aber das ist ein Rumor. Er soll ja, also ist er. Will ich bitte überfallen. Mit Matrioschka zusammen und dem Handwerk. Hey. Was denn? Du hast gelacht. Der Handwerk. Ja, der ist tot, egal. Die sitzen gerade alle auf einer gemeinsamen Wolke im Himmel. So süß. Der Handwerk schläft in Matrioschkas Busen. Oh. Das ist quasi die Wolke. Aufgeblasen noch ein bisschen, da haben die alle Platz. Das wäre jetzt auch mal was für Fanart. Snowcat zeichnet doch so gerne. Mach doch mal Fanart. So schön. Ich würde dich ja so gern kicken können. Don't patronize me, boy. Gott. Boah, nee. Ich schieß aber auch wieder aus der Hüfte. Boah, richtig, du. Ich mag gegen Leute, die sich nicht wehren können. Cremig. Das ist der Buttplug. Vorher schön Bodensalat und dann den Buttplug. Wie so ein Korken. Kommt alles vorne raus. Dartmut. So. Malt doch mal Düs mit einem Buttplug, wie er gerade eine Golden Shower bekommt. Ihr habt ja jetzt auch ein gutes Bild. Stimmt. Wie sieht denn das aus? In welche Gegenden fahren denn die Taxis? Da sind doch bestimmt auch Gegenden bei, die quasi so sind, dass es sich lohnt, aber so, dass das Risiko noch irgendwie, ne, erträglich ist. Na, sagen wir es mal so, Jojo und Kaban, ich kann auch das Drohnentaxi umleiten. Das wird nur einen Alarm wahrscheinlich geben. Aber wenn es ist sinnlos. Nicht, so gut ist die Tussi nicht. Nicht, wenn ich es gut mache, ja. Bitte? Naja, die Tussi muss es ja halt theoretisch gemacht haben. Darum Fehler im System! Outgame. Wenn die Tussi Leute hat, die das überfallen können, hat sie vielleicht auch jemanden, der es hacken kann. Ne? Ja, okay. So, ihr wolltet wissen, wo die hinfahren. Ja. Das ist... Sie fahren nicht in Ganggebiete, sie fahren tatsächlich auch nicht in D-Gebiete, aber aus D-Gebieten, das ist, ne, weißt ja. Aber sonst ziemlich überall hin. Ja, C-Gebiete reichen ja teilweise auch schon, also. Ja, sie fahren auch in schlechte C-Gebiete. Die Kiddies mal vielleicht durch ein schlechteres Gebiet. Auch klar, je nachdem, wo sie hin müssen. Dann ist es ja ein lohnendes Ziel,
In einem schlechten Gebiet, ist ja perfekt. Also es kommt halt... Bitte. Oh Gott. Es kommt halt auch ein bisschen auf die Verkehrslage an. Ich muss unbedingt was loswerden. Ja, bitte. Spielleiter. Ja. Kriegen wir einen Überfall, wo der Typ dann da hockt. Da kotzt er! So. Da müsste ich mir vorher eigentlich nochmal das Video angucken. Um zu hören, was er noch so alles gesagt hat. Halt da mal, zweiten Age! Da kotzt er! Na klar kriegt er den. Danke. Schön. Also zum Teil, es kommt auf die Verkehrslage an. Es gibt ja theoretisch Hochstraßen, die dafür gedacht sind, wenn man über schlechte Gebiete durchfährt, dass man da unten halt nicht lang muss, auch weil das da ja verstopft ist. Und stinkt. Und stinkt. Aber je nachdem müssen die halt da auch durch und auch die Hochstraßen, die haben ja so Abzweigungen und so. Also das geht alles, das geht, ja. Also wenn das passieren könnte, so zufällig, dass so ein zugedröhntes Blach, was viel zu reich ist für die Welt, durch die Gegend fährt und man der es um die, den Comlink und anderen Scheiß erleichtern kann, dann ist das super. Finde ich gut. Du meinst, wir verdienen jetzt einfach unsere Kohle damit, nur noch Comlinks zu klauen? Ah nee, Moment, die sind ja bei uns nicht mehr so viel wert, okay. Richtig. Ja, aber wenn wir da... Aber ja, wir haben mal auf Straßenniveau eine Runde SF5 das durchaus gemacht. Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich das, sag mal, das ist bei der einzige Sharon Grund, warum 4? Ich die Comlinks so billig gemacht habe, damit meine Aufträge trotzdem kein Geld bringen. Ja! Juhu. Ja, ansonsten würde es sich auch einfach nur lohnen, den Leuten ihre Comlinks abzuziehen. Ich meine, die kannst du zwar zurückverfolgen, aber nicht so schnell. Das heißt, wenn du damit erstmal in irgendein Random Haus gehst, die Dinger auseinanderbaust, sodass du die nicht mehr zurückverfolgen kannst. Ja, ja, oder so zum Beispiel dann auch noch. Das lohnt sich dann ja auch irgendwann. Und weißt du, wenn du für so einen Comlink mal eben so 3000k bezahlst oder sowas, dann gut neu, vielleicht die Hälfte noch wert, aber trotzdem. Also. Immer noch ein lohnendes Geschäft. Ja, ich meine, wenn du 10 von den Dingern abziehst, da kannst du ein paar Monate von leben. Yep. Unser Hacker wollte sich darauf spezialisieren, andere Hacker ausfindig zu machen und die Decks zu klauen. Deswegen habe ich Decks auch 10% des Preises, was immer noch viel ist, aber ne? Ja, das weil es sonst so keine Hacker geben dürfte. Wir konnten uns doch spezialisieren und das war einfach viel lukrativer als alles andere. Ja. Ich fand das eine solide Gesamtlösung, ne? Du ja auch. Also so, wie sich das dann so planungstechnisch entwickelt hat, was man dann draus gemacht hat. Und jetzt wird es dann halt nächste Folge, wird es dann irgendwie angegangen. Mal gucken, ob ich's... Also, was heißt mal gucken? Ich weiß es doch schon. Nein, ich werde es nicht dabei belassen. Man muss das Asset noch mehr einbringen, bevor es jetzt vielleicht herbe Schläge hinnimmt. Weil ich das so eine Idee fand, die man auch mal benutzen muss. Nicht? Alle rechtlichen Sachen sind schon tausendmal gesagt worden und stehen unten. Unsere Musik ist von Matt & Matt mit Russian Tango und das erwähne ich immer extra, weil ich finde, dass das mehr Credit verdient. Ne? Also mehr Credit als die ganzen Typen, die an Shadowrun arbeiten, offensichtlich. Weil... Ja, bis nächstes Mal.